Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem Sven. Hi. Jetzt haben wir mal gegenseitig zwei Ansagen, damit er macht. Erstmal eine Ankündigung, und zwar, ich habe das dritte Video wird gerade hochgeladen nebenbei. Und ich habe mich mal da wirklich ins Zeug gelegt, weil das war 25 Minuten, wäre das sonst lang, und jetzt sind es noch 19,5. Also ich habe da so weit alles rausgeschnitten, wo wir nicht gesprochen haben am meisten. Weil das ist immer der langweiligste Part, also probiere ich durchgängig zu quatschen, deshalb hört man noch die ganze Zeit was, damit ich nicht so viel rausschneiden muss. Dann place mal bitte die Werkbank. Kannst du keine bauen? Nein, leider nicht. Damit ich kurz gucken ja, kann. Kannst du ja hier auch bauen. Muss ja nicht immer hin und her laufen. So, wir machen heute die Schrauben. Und zwar hier neben. Ich habe das da oben, zeige ich später. Aber erstmal 8 Konstruktoren nur für Schrauben. Ach Quatsch, 8, 6. Mehr passen ja auch gar nicht. Doch, passen. Warte mal, jetzt muss ich ja rechnen hier wieder. Schrauben. 10 pro Minute, Förderband, ja gut. Das kann ich ja komplett rüberziehen hier, 4 breit. So. Wir gehen natürlich, die Plattformen sind alle extra so klein gebaut, weil wir können Doppelstöcke oder dreifach, vierfach, fünffach, hundertfach hoch machen. Das ist ja immer noch kein, ist immer noch egal. Und deshalb brauchen wir nicht so eine große Plattform. So. Ach, Ich brauche merke, dass Kabel. sie jetzt schon wieder ist mit dem Internet, dass das Internet gleich wieder einschätzen wird. Warum? So ein Gefühl, so ein Gefühl. Ja. Und damit werden die Ausgänge schon so weit dann durch. Fehlen nur noch die Eingänge. Wow, mir fehlen Kabel. Ernsthaft? Hast du Kupfer oder so? Oder Kabel dabei? Kabel nicht, aber ich könnte welche herstellen. Wie viele bräuchtest du denn? Mach einfach welche. Erstmal. Ja gut, dann steh selber, ja. Was? Hätte auch welche herstellen können, aber egal. So, dann machen wir mal weiter mit die, mit die Dinger. Und zwar brauchen wir jetzt hier Förderband Splitter. Splitter. So. So. Und. Wie mache ich das denn jetzt bei diesen Rumpendeln hier hin? Wenn der da reinkommt, dann kann man die noch hinten rauslaufen lassen, oder nicht? Nee, die zweite Etage. Du bist gerade dabei, die die Stangen zu machen. Nee, die Schrauben zu machen. Stimmt, Entschuldigung. Und hier sind die Stangen, ja. Ja, hast du ja alles hier. Ja, so. Ich wollte jetzt aber nicht hier noch Dulli machen, der dann reinscheißen. So, okay, das heißt, hier kommen Schrauben, okay, muss so, wie machen wir das jetzt? Kommt hier eine Tür hin? Nein. Gut. Ja, dann rein rüber und dann von hier aus nach hier drüben. So. Und dann da rein, genau. Ja. Also die Schrauben laufen Spaß, gleich. Ich stell grad noch mal welche her, bei den Eisenplatten. Ja, dann machen wir das im Teil hier so. Müssen wir dann später gucken, wie der zweite Stock wird. Hier hin. Weil mit die Förderbänder, da weiß ich immer noch nicht. So, ich habe jetzt alle angeschlossen mit Förderbänder. Ich muss jetzt nur noch die Schrauben herleiten. Ach, die Eisenstangen herleiten? Ach fuck, das Ding hat ja nur einen Ausgang, ne? Hab ich gar nicht mitbedacht. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Die würden einen 1er reichen sogar. Ich mach mal erstmal einen 1er Förderband hier rein, so. So, Pascal. Eisenstangen werden rübergeleitet, ne? Braucht nur Strom. Gut. Dann läuft das Ding. Ja, dann ist gut. Dann läuft der Hase. Ich kann ja gerade immer mal einen Schrauben herstellen. Uff. Und das werden ja ungefähr 1200, die ich herstelle. Deine Eisenplatten. Wie viel Abstand hatte ich hier? Wie voll bist du? Einer noch und dann ein rüber. So. Ja, dann ist das ja, denke ich mal. Wo sind die immer platziert worden? Auf die Dinger, okay. Ist auf jeden Fall nice, dass wir höher springen müssen. Wir haben nämlich die Blade Runners gebaut. Oder auf Deutsch Sprungstelzen. So. Und jetzt
die verbinden. Kann das sein, dass gerade Schrauben hergestellt werden? Ja. Besser ist das. So, ich stelle jetzt hier meine Schrauben her. Zu deiner komischen Eisenplatten für dich kriegst. So, jetzt sind alle Maschinen an. Ich weiß aber noch nicht, ob hier genug rankommt. Okay. Wie viele Schrauben hast du jetzt, also Schraubengeneratoren hast du jetzt gemacht? Also sechs. Sechs kommst du. Die produzieren. Insgesamt, okay, du meinst jetzt 6 mal 40, also 6 mal 4? 240. Also mit einer Null hat. Pro Minute oder was? Ja. Wenn's gerade läuft. Ja, es sind alle gleichzeitig. Nee, sind nicht alle gleichzeitig an. Bestimmt was nicht. Oder kommt hier zu wenig gerade an? Nee, es muss eigentlich genau passen. Na gut, es sind hier so überall Abzweigungen. Muss ich erstmal einpendeln, denke ich mal. Dass das glatt läuft. Selbst der da hinten hat mehr. Ja gut, ich glaube, es müssen erst der und der voll gehen und dann werden die richtig benutzt. Na gut, im Moment läuft noch nicht alles glatt hier hin, bei den Schrauben. Ich könnte aber MK2 einfach reinhauen. So. Hast du gerade Eisen? Kannst du mir kurz, na irgendwie rechts, kurz Eisenplatten gehen? Also, treffen? Ja, du musst doch trotzdem dich bewegen. Du kannst doch nicht, du musst doch weg von der Werkbank. Sonst kannst du doch nichts aufsammeln. Ich habe sogar einen auf Minecraft. Muss man aufheben auch, ne? Ja, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Muss doch aufheben, ich hab dir schon wieder hingeschmissen. Ah, wie lang? So, unter wo denn? Unter dir. Oh, du übertreibst direkt wieder. Ja, Junge, denkst, ich hab Lust, da nochmal lieber zu geben. Oh, 100 versteckte Eisenplatten kann ich herstellen, besser ist es. So. Da kannst du aber schon direkt danach anfangen mit den versteckten Eisenplatten, oder nicht? Ja, ich muss nur noch die Ausgänge machen. Das ist gut, dann haben wir da einen Container hin, passt das. So, so, so. Jetzt kommt hier noch ein Container hin. Der kann auch erstmal stehen bleiben. Bestimmt später umgebaut, aber naja. Und jetzt werden hier Schrauben eingelagert. In dem Container. Und zwar. Warte mal, 40? Scheiße. Ach nee. Wir brauchen MK3, ne? 40. Warte kurz, wo ist denn hier der Rechner? Ach man, es werden ja gerade mal 120 gleichzeitig genommen, ne? So, dann machen wir jetzt mal uns ran an die, wie heißen die? Versteckten Eisplatten. Und dazu brauche ich Manufaktoren, also brauche ich Rotoren. So. Ja. Rotoren. Wie viele brauchst du? 8 erstmal. Ich kann auch eine Manufaktur bauen. So, wenn ich die hier hinstelle, passt es nicht. Ich stelle dir einfach so viel her, wie ich kann. So rum geht's, ne? Ja. So müssen die stehen dann. Hier drinnen werden versteckte Eisenplatten hergestellt, also brauchen wir Eisenplatten und Schrauben. Eisenplatten werden genug hergestellt. Da werden sogar Überproduktionen haben wir nachher. Weil wir nämlich zwei von die Dinger erstmal nur hinstellen. Und 120 pro Minute werden abgezogen. Das heißt, ich benutze den rechten Container von die Schrauben. Der wird komplett durchgängig leergelutscht werden. Für versteckte Eisenplatten. Und der linke, da werden 20 pro Minute übrig bleiben, Pascal. Also aus dem linken darfst du rausnehmen, nicht mehr aus dem anderen. Jetzt wie, was, wo? Aus dem linken bei den Schrauben. Den linken geht, den rechten nicht. Ja, wo rausgesehen? Aus deiner Richtung oder aus meiner? Aus meiner jetzt. Also der näher an der Base dran ist, da darfst du nachher also rausnehmen. Also der hier. Ja, der hat Überproduktion, der wird voll gehen. Der andere nicht. Der andere wird immer ständig gleich bleiben nachher. Weil der wird für Eisen, außer wenn die Eisenplatten voll sind. Denn da auch voll gehen. Aber der linke wird auf jeden Fall ein bisschen voller werden als der andere. Dann immer. Ja. Na gut, man spawnt ja eh. Im Moment ist er noch egal. Weil ich werde den hier jetzt für die Eisenbahn nutzen. Bau doch erstmal so viel, wie du schaffst. Zweite Manufaktur. Mehr können wir nicht hinstellen. Mehr geht nicht. Weil sonst hätten wir keine, wir haben keine Schrauben mehr denn übrig. Eisenplatten hätten wir noch, aber mehr Manufakturen kann ich leider nicht hinstellen. Ich kann Schrauben herstellen. Das ja, aber mit der Hand, es soll ja automatisch laufen. So, jetzt. Ja, aber dann können wir wenigstens erstmal mehr Ding. Du, mehr es Manufaktur. Werden hier 10 pro Minute hergestellt. Bei jedem 5. Steht drin. Also 15. Was ist 10? Warte mal, kann ich nicht. Doch,
Die kann ich doch so rumdrehen. Ist er noch. Habe ich den jetzt falsch platziert? Ja. Gut drauf schließen. Hier muss der hin. So. Dann muss das hier so angeschlossen werden. Genauso wie die Überleitung. Und dann, warte mal, hat hier irgendjemand. Ja, die Schrauben haben genau 60, also kann überall noch Förderband 1. Okay. Brauchen wir denn auch nicht umwechseln. Was aber die anderen. So. Sind alle jetzt an den gleichen angeschlossen. Jetzt müssen sie nur noch die Bänder hergerückt werden. So, hier kommt, denke ich mal, später ein Durchgang rein. Für beide. Hier geht's dann. Vielleicht durch. Kann ich ja schon mal Förderbänder. Ich gucke jetzt mal, welcher ist ein Schrauben, ist die Frage. Ja, der rechte. Auch versteckte eine versteckte Eisenplatte kostet ja, das. Ja, für eine. Darum. Für eine. So, wo mache ich das jetzt lang? Ich würde schon gerne ein bisschen gerade haben. Da geht. Bis dahin geht die Produktion. Ja, dann mache ich einmal komplett lang. Ja, dann mach da lang, genau. So. Reicht bei Eisenbahn auch ein normaler? Ja. 30 pro Minute gerade mal nur. Ja, dann brauche ich ja hier gerade mal nur einen normalen hinsetzen. Für die Seite, der langsamer läuft. So, dann ziehe ich den erstmal rüber, später machen wir das mal ordentlich. So. Durch den Boden durch. Und an dem hintersten ran. So, jetzt werden schon mal Schrauben nach oben transportiert. Ich muss nur mal kurz Eisenplatten holen. So. Und jetzt kann ich hier den. Warte, machen wir von hier aus. Hier gerade ranziehen. Durch eine Tür. Die einmal durch den Boden, bitteschön. So, fertig. Hab alles angeschlossen. Ey, das sieht einmal so lustig aus. Hier, kannst du rauskommen, hier kommen sie jetzt. 3, 2, 1. Uff. Ein Uff-Hund. Und? Digga, ich bin Uff-Hund. Hast du so einen Pfeiler in der Mitte? Nee. Ein Pfeiler passt da nicht hin. Also stelle ich den hin und dann verbinde ich den mit da unten. Da brauche ich nicht von da hinten von die Schrauben rüberziehen. Okay, die ersten Schrauben sind jetzt da beim Splitter. Ja, müssten direkt auch reingehen, oder? Ja. Es dauert jetzt ja eine Weile. Guck mal, die Eisenplatten, die haben wir nur Förderband 1. Siehst du das? Aua. Genau, du müsstest jetzt aber auch noch auf der anderen Seite. Nee, bruh, was laber ich? Was, bruh? Nee, alles gut, ich wollte gerade sagen. Nee, alles gut, lass mal. Ja, dann haben wir schon was? Die würden jetzt hergestellt werden, ne? Wenn die Eisenplatten ankommen. Und die sind gleich da. Warte mal, 5 pro Minute kommen da raus. 10 insgesamt. 20. 10 insgesamt. Okay, da. Ja, aber nehme stimmt 10. 10 muss ich denn rechnen. 10. 10 mal. 10 pro Minute kommen raus. Was sollen rauskommen, wenn es glatt läuft? Das ist ja die Frage. Ja, dann müssten ja 600 pro Stunde rauskommen. Digga, 600. Aber das ist ja übertrieben. Nee, das ist über. Ja, das ist wenig. So, die Eisenplatten sind angekommen. Jetzt müssen sie dann eigentlich gleich herstellen. Ja, mach. Jo, beide. Passt das jetzt auch? Ich guck rein. 12 Sekunden braucht einer. Passt das mit den Eisenplatten, ist jetzt die Frage. 10, 11 und jetzt müssen 12 sein. Ja, er kann direkt wieder herstellen. Passt das wieder? Müsste ja eigentlich. Ich hab's ja ausgerechnet oder so. Mit den Schrauben müsste es ja auch passen. Wenn so nach dem Motto, ich hab's ausgerechnet, ja, da muss es ja erst recht funktionieren. Naja, ich hab's ausgerechnet. Ich guck mal die andere Seite. Ein auf Albert Einstein. Ja, es wird jetzt durchgängig produziert, solange wie was nachkommt. Nice, jetzt werden auch mal die Barren. Es wird jetzt alles gleich. Guck mal. Der Anfang kommt von da, geht da rüber. Kommt da und dann geht's hier hoch. Du müsstest jetzt aber gleich erstmal noch hier einen Lagercontainer hinklatschen oder so. Ja, der Ausgang fehlt noch. Genau. So, weil hier drei nebeneinander kommen, brauche ich ja einfach nur. Warte mal. Es kommen ja auch noch von der anderen Seite später. Sozusagen muss ich noch.
irgendwas produzieren jetzt erstmal oder nicht? Was mit der Hand? Nein, oder ob ich generell jetzt erstmal noch was herstellen sollte oder nicht. Weiß Gott nicht. Doch, die Smart Implanting oder Was für die? das mit den Smart Planting oder was du da bauen willst. Ja, die kannst du aber trotzdem nicht mit der Hand herstellen. Außerdem müssen wir erstmal Rotoren drauf machen. Ja, stimmt, die Rotoren war das so. Brauchst du vielleicht noch ein paar Rotoren, so. Mal so. Den stellen wir Rotor mit der Hand erstmal her, bevor wir die Produktion dafür auch. Ja, das war ja gerade auch meine Frage. So. Rotoren. So, wie stellt man die hier? So. Schrauben und Eisenstangen. So, aus dem rechten Container nehmen hier. Immer 500 Schrauben. So. Eisenstangen kommen hier. Und jetzt einen Container hinterher klatschen. So. Ich komme 10 pro Minute kommen wir mal raus, ne, hatte ich gesagt. Ja gut, dann brauche ich ja vorher nicht ein MK2-Band dafür jetzt benutzen. So, Pascal, die versteckten Eisenplatten werden jetzt eingelagert. Was heißt Wir haben jetzt schon 5, 6, 7, steigt langsam. so, dann hau ich gleich erstmal ein Energie und der Strom ist aus. Ja. Soll ich hingehen oder willst du? Ja, es liegt wirklich nicht daran, dass Biomasse fehlt, ne? Wir haben zu wenig Strom. Ja, wir müssen neue Bio. Mann, wir brauchen Stufe 3. Wir müssen unbedingt den Weltraumlift jetzt mal upgraden, dann kriegen wir Kohlekraftwerke. Weißt du? Gut, dann gehe ich mal hin und baue mal neue, oder bist du gerade schon? Bin gerade schon auf dem Weg. Warte, ich gehe. Ich brauche trotzdem Draht. Ich kann keine Dinger einstellen. Ja, gut, dann hol du deinen komischen Draht und dann baue ich schon mal diese Biomasse-Generatoren. Nein, einfach durchgehen, mach mal bitte, dann kann ich auch mal wenigstens was craften. So, ich denke mal, das war's. Wir haben ja jetzt zwei Sachen wieder gebaut. Schrauben und versteckte Eisenplatten. Beim nächsten Mal kommen dann Rotoren und was war das andere? Dann wäre es schlimm, wenn ich jetzt hier vorne einen hinklatschen werde. Komm eh bald weg. Fahr einfach hin. Kannst ja zwei erstmal machen. So, beim nächsten Mal, ne? Wie gesagt, komm. Was hatte ich gesagt? Naja, eben halt Rotoren und modulare Rahmen, so war das. Und dann können wir die smarten Dinge auch herstellen. So, bis zum nächsten Mal und. Tschüss.